Auf dem Weg durch die Wüste bemerkten wir ein Auto, das der Aurora folgte. Der Oberst gab den Befehl anzuhalten und schickte mich und Damir los, um die Gegend zu erkunden. Auf meinem Weg zum Ziel musste ich mich in den Ruinen eines Restaurants vor einem Sandsturm verstecken. Dort wurde ich aber von einem der einheimischen Banditen angegriffen. Im folgenden Kampf musste ich ihn niederschlagen. Der arme Kerl wird ganz schöne Kopfschmerzen haben, sobald er aufwacht. Ich nahm mir auch seinen Wagen. Daher können wir keine freundliche Begrüßung von seinen Kumpanen erwarten, wer auch immer das ist. Mein nächstes Ziel ist ein Leuchtturm in der Wüste. Damir hat in der Nähe ein paar Antennen gesichtet. Ich hoffe, dass sich dort die Kommunikationszentrale für die Satelliten mit den Karten, die wir suchen, befindet. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro. Exodus. Okay. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Hier kriecht und schlaucht jemand rum. So, ich habe nicht so viel Zeit, also ein bisschen schneller machen. Weil ich habe Spätschicht und ich hatte keine Zeit für zwischendurch mal aufzunehmen. Nach meiner Spätschicht. Deshalb bin ich viel zu müde dafür. Besser wohl mal. Alter, jetzt los. Auto ist nicht hier, wa? Natürlich nicht. Oh, hallo, hallo. Und mir. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich renne von den Teammitgliedern so weg. Naja. Auto? Da. Oh, du bist tot. Na toll. Oh, ich muss niesen, ey, Scheiße. Ja, da sind wir schon. Ruhig. Mir vergib, ich einfacher Sklave von Heilige Flamme, dummer Sklave, ich nichts weiß, gar nichts. Meister da oben, da, auf Schiff, Meister alles, alles. Okay, Meister. Was ist jetzt hier los, hier gerade? Demo? Da. Okay. Ja, da ist ja Leute. Was ist jetzt heute los hier?
Der Baron gewährt uns die Macht, heilige Flamme. Baron am Arsch. Globus Fight. Warum du, Mirsa? Ich dich nicht kenne, gar nicht. Du kommst nach uns zu sehen, ja? Kommst von Baron, vom Turm, ja? Nein. Mir vergibt, Mirsa, ich dummer Sklave. Ich nichts weiß, gar nichts, nichts. Meister da oben, ja. Meister alles weiß, ja. Na gut, dann werden wir zum Meister gehen. Also wenn jetzt nicht aufhört langsam mit den Rucklas und Lex und... Oh, hallo Kudai, die heilige Flamme, du groß, du Universum längst, du alles Leben gibst, du Meister Kunstmacht, fast wie du selbst. Warum du Meister gibst Kraft, deinen Sklaven... Todesmatz. Bevor wir losfuhren, sagte er mir, pass auf Container Nummer 406 auf. Das ist eine Sonderlieferung für die, du weißt schon wen. Für den bürgst du mit deinem Leben. Mit meinem Leben? Was zum Teufel soll das heißen? Jetzt machen. Letzte Nacht sind alle Funkverbindungen abgerissen. Das Wetter kippte. Der Nordwind war so heftig, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe. Was ist das für... Der Nordwind war so heftig, dass ich mir fast in die Hose machte. In meinem ganzen Leben habe ich noch keine so große Welle in dieser Pfütze gesehen. Das Schiff rollte so sehr, dass einige Container einschließlich Nummer 26 löste und vom Bord fiel. Zwei von diesen Besatzungen wurde auch mitgerissen. Und das soll auch jetzt meine Schuld sein? Hätte ich die Container etwa mit bloßen Händen festhalten sollen? Ich habe die Koordinaten aufgeschrieben. Da konnte ich nichts tun. Wenn denen, die ihre Ladung so wichtig ist, dann können sie von mehr Boden angeln. Keine Ahnung, wo. Du uns Wärme gibst. Warum du hier? Was wir machen? Wer dich gelassen? Meister dich nicht erwartet. Du gehen! Ich würde mir... Da nicht gehen! Volmedi! Du nicht dürfen! Heilige Flamme bestrafen wird! Am Arsch. Ich würde es trotzdem. Es ist gerade so ein komisches Licht. Du verdammtes Bestück! Ich nichts getan! Gar nicht! Ich schwöre bei heilige Flamme! Vergiss das Bestück! Meister, aufhören schlagen! Da! Meister, aufhören schlagen!
Ich sehe hier wirklich gar nichts. Wenn ihr seht auch gerade. Und? Haben wir es hier nicht schön? Warte mal. Ey, das mache ich jetzt ein bisschen heller. Das ist ja unfassbar. Ja, manchmal die Unterschiede zwischen Helligkeit und Dunkelheit hier. Ich schau mal ein Video. Nein. Nix. Man kann im Spiel nicht die. Ach, hier kann man. Die Sklaven haben bereits mit dem Kiel angefangen. Ist da gerade irgendwer auf die Augen? Keine Ahnung, ist doch egal, oder? Wo sollten die schon hin? Wir haben sie an den Eiern. Der Naht ist auch bei ihnen. Er ist kein guter Sklave, tritt ihn besser in den Arsch als wir. Ich wette, dass der Naht, dieser faule Mistkerl, im Schatten ein Nickerchen macht. Na und? Dann lass ihn doch schlafen. Selbst wenn ein Trottel in die Wüste rennt, kommt er zurück und bettelt um Wasser. Und die Zunge hängt raus wie bei einem Hund. Oder die Jäger bringen ihn zurück. Du bist so negativ, dass ich kotzen könnte. Kotzen? Kein schlechter Gedanke. Verdammt! Notiz. Brief des Anführers. Mit diesem Brief erkläre ich Arsen Mustavin dir, dem Gauner, der sich selbst Baron nennt, dass ich der Anführer meines Volkes bin und kein lausiger Verräter, der von dir eingesetzt wurde. Im Namen des gesamten Volkes der freien Schlucht sage ich dir jetzt, dass wir keine Angst mehr haben vor dir und wir uns auch deinen Banditen unterwerfen werden. Auch nicht unterwerfen werden. Wir haben genug von euch. Wir werden nicht mehr hinnehmen, wie. Wir werden nicht mehr hinnehmen, wie Vieh eingefecht zu werden. Und unsere Kinder und Frauen versklaven zu lassen, das dulden wir nicht mehr. Wir werden zu den Waffen greifen, deine Hunde verjagen und euch alle umbringen. Jetzt solltest du Angst vor uns haben, denn wir stehen für die Freiheit ein. Falls nötig, werden alle für die Freiheit sterben. Und eure heilige Flamme brauchen wir auch nicht. Verschwindet aus unserer Heimat, denn wir sind auch niemals in eure eingedrungen. Arsen Mustavin, Präsident aller freien Menschen der freien Schlucht. Er kommt raus. Den erledige ich auch noch. Einwolk alles in Ruhe. Das ist draußen. Headshot.
Den erlege ich auch, bevor er mir den Rücken fällt. Und das ist kein Vorteil für mich. Da ist er, ja. Komm vor. Put. Stück näher an der Tür. Genau. Ja, du. Das war ein gutes Karma-Griff vom Habe hier. Hier muss ich ein bisschen Karma sammeln, denke ich mal, gutes. Weil ich halt das Gute haben möchte hier. Also zumindest habe ich in meinem First Try das Gute geschafft. Nicht so wie beim Metro Last Light. Da habe ich das nicht geschafft. Da hat er einfach nochmal gespielt komplett. Hat auch Spaß gemacht. So, ab nach oben. Tja. Das ist für sowas richtig wertvoll. War das der Anführer hier gewesen? Oder was? Was ist denn hier? Die ganze Verbesserung, eine Ausrüstung, Suche eine Werkbank. Alter. Why? Ich schmiede nie ab jetzt bei mein OBS. Ah, Werkbank. Praktisch. Bewegungsmelder. Bin für eher Bewegungsmelder. Weil den Kompass, ja. Nice to have, aber ich kann. Bin ich gesagt, selber noch alles finden. Was ist denn für eine Waffe? Achso, ein Sniper. Hat die Sniper eigentlich? Ich hab die AK. Und die Shotgun. Wollte er jetzt einsammeln hier? Oder wartet jetzt hier? Kann das gewesen war jetzt hier? Oh, okay. Leiter. Ich hab dir nichts getan, bitte lass mich rüber. Sklave, nichts Böses getan! Nichts! Na gut, ich um ihn vor euch zu töten. Anscheinend sind die weg hier. Wenn wir den rumquatschen, der angebliche Anführer hier.